Ja, hallo, ich darf heute ein kleines Projekt vorstellen, wie wir unsere Blumenwiese durch eine einfache Möglichkeit aufwerten. Unsere Wiese besteht schon einige Jahre. Wir haben sie damals mit Estrichsand etwas abgemagert. Schauen wir gleich auf unser kleines Wiesenstück. In der Vorbereitung haben wir einige Hartriegel, Wurzelausläufer mit ihren Trieben großzügig ausgestochen. Um den neuen Pflanzen Licht und Wurzelraum zu geben, wurden vor allem Gräser etwas reduziert, dort wo neue Pflanzen hineinkommen. Bei den wilden Blumen haben wir einige heimische Wildwiesenpflanzen bestellt und Stefan hat sie bereits hier eingepflanzt. Wie es mit der Blumenwiese weitergeht, erfahrt ihr hier auf Schaumergarten.